Macht Armut psychisch krank? Und warum macht Armut psychisch krank? Diesen Fragen wurde im Rahmen eines Autorengesprächs am Donnerstagabend im Karlstor Kino im Rahmen der Aktionswoche des Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung nachgegangen. Nicoletta Rapetti vom BibelTV und Autor Olivier David unterhielten sich über Davids autobiografisches Buch »Keine Aufstiegsgeschichte – Warum Armut psychisch krank macht«. Durch das Buchgespräch wurden nebenbei viele Punkte angesprochen, die den Zusammenhang zwischen Armut und psychischen Erkrankungen skizzieren. Das Buch erzählt von Olivier Davids Biografie und handelt unter anderem von seiner Kindheit in Hamburg, wo er mit einer gewalttätigen Mutter und einem drogendealenden Vater in einer monetär prekären Situation aufwuchs. Erzählt wird von dem Druck, den die Armut auf ihn und die ganze Familie ausübt, über Gewaltausbrüche, Scham gegenüber anderen, das Verstecken der eigenen Armut, die psychischen Belastungen, die dadurch entstehen und die sozialen Probleme und gesellschaftliche Isolation, die David innerhalb seines Lebens erfahren hat und ihn bis in sein Erwachsenwerden begleiten. Psychische Erkrankungen sind überall in der Bevölkerung ein wichtiges Thema, aber in der unteren Klasse ist das Phänomen einfach noch viel weiter verbreitet. Und ich versuche, ohne viele Studien zu besprechen oder so, anhand von meinem Lebensweg das zu erklären, dass die Leute verstehen, wenn man unter diesen Bedingungen aufgewachsen ist, dann ist es verdammt schwer, dass einen nicht eine psychische Erkrankung überrollt. So. In Armut zu leben führt bei Betroffenen zu vielfältigen psychischen Auswirkungen, die zu schwerwiegenden Erkrankungen führen können. Der dauernde Konsumdruck, der in unserer kapitalistischen Gesellschaft herrscht, ist ohne Geld nicht zu bewältigen. Dabei geht es nicht nur um Statussymbole, sondern auch um ganz alltägliche Dinge wie Essen, Stromkosten, Miete oder Mobilität. Das Gefühl, sich nichts leisten zu können oder für die rudimentärsten Dinge kein Geld zu haben, an sozialen Events nicht teilnehmen zu können und das dadurch bedingte Gefühl, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, führt häufig zu sozialer Isolation und persönlicher Verzweiflung. Auf Dauer wird die Psyche dadurch stark belastet. Besonders für Kinder, die den alltäglichen Vergleichen mit Schulkameraden und den permanenten von Werbung und Medien propagierten Trends ausgesetzt sind, ist die Armut der eigenen Familie eine prägende und oftmals traumatische Erfahrung. Nicoletta Rapetti, die beim ganzheitlichen Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration behinderter und chronisch erkrankter Frauen und Mädchen, kurz BIBETS e.V., tätig ist, ergänzte die Diskussion mit Einblicken in die täglichen Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit mitbekommt. Auf jeden Fall geht es darum, es gibt immer Punkte, wo man irgendwie gesellschaftlich rausfällt und dann kommt meistens vieles miteinander einher. Man stößt an Barrieren, Grenzen überall, man kann vielleicht nicht entsprechend arbeiten, man muss mit verschiedensten Dingen in der Umwelt klarkommen, dann kriegst du gleich die psychische Diagnose frei Haus, du hast ja auch Schwierigkeiten. Gleichzeitig sind es aber gesellschaftliche Prozesse, die aber doch irgendwie auf dich zurückgeworfen werden. Man sollte bei psychischen Erkrankungen auch nicht immer nur die Psyche im Blick nehmen, sondern die ganze Umwelt und alles, was überhaupt dazu geführt hat, weil alles findet in unserer Welt statt und ist nicht irgendwie singuliert. In seinem Buch erzählt David deshalb auch von den Anstrengungen seiner Familie, die eigene Armut zu verstecken und zu überspielen, was beispielsweise bei seiner Mutter zu psychischen Überreaktionen mit Gewalt und einem ausgeprägten Sauberkeitswahn führte. Er selbst verarbeitete all diese Erfahrungen in seinem Buch, was für ihn durchaus positive Entwicklungen mit sich brachte. Seitdem ich das Buch geschrieben habe, hat sich vieles verändert, und zwar auch zum Guten. Also ich mache ständig die Erfahrung, dass mir Leute schreiben oder dass ich auf Veranstaltungen eingeladen werde, wo ich über soziale Ungleichheit sprechen kann. Und das ist für mich absolut großartig, denn man muss sich das vergegenwärtigen. Das ist für die Leute in meiner Straße und für die Leute, die in meinem Haus gewohnt haben, in dem ich aufgewachsen bin, nicht vorgesehen, dass man ein Mikrofon vor den Mund bekommt und das gesagt wird, was halten Sie zur Kindergrundsicherung oder erzählen Sie mal Ihre Perspektive. Das ist absolut genial, dass ich mir diese Möglichkeit irgendwie erarbeiten konnte. Im Laufe der Veranstaltung las Olivier David auch einige Passagen aus seinem Buch vor. Kein Geld zu haben bedeutet für mich, konkrete Situationen aushalten zu müssen, die in der Lebensrealität anderer Kinder keine Rolle spielen. Vor jeder Klassenfahrt mussten meine Schwester und ich vom Amt dann einen Unterstützungsbescheid beantragen, damit die Kosten für die Reise übernommen wurden. Alle Kinder, die einen Bescheid vom Amt haben, geben den jetzt bitte vorne bei mir ab, rief die Lehrerin in der Woche vor der Klassenfahrt am Ende einer Schulstunde. Der Moment, vor dem ich mich gefürchtet hatte, war eingetreten. Das Letzte, was ich sah, bevor ich meinen Walk of Shame zum Lehrerpult antrat, war Antonia, meine Mitschülerin, in die ich vernarrt war. Wie immer war sie schneller als ich und meisterte die Situation mit dem Zettel in der Hand souverän,
als könnte ihr das alles nichts anhaben. Kurz bewunderte ich sie noch, dann hatte ich das Formular in den Tiefen meines Schulranzens gefunden und machte mich ebenfalls in Richtung Pult auf. Auf dem Weg nach vorne kroch mir die Hitze unter meinem Baumwollunterhemd in den Kopf. Mein Herz wanderte gemeinsam mit der Hitze nach oben und pochte dort im Exil einen Drum-and-Bass-Rhythmus, der überall im Klassenzimmer zu hören sein musste. Später änderten sich die Situationen, doch das unangenehme Gefühl der Scham wurde zu einer zweiten kratzigen Haut.